Heute bei Influencer am See. Janko tauchen! Janko runter! Ich bin ein bisschen nervös. Allgemein, mir gefällt alles an dir. Es fühlt sich einfach geil an. Aber ich würde schon sagen, dass zwischen uns halt eine Spannung herrscht. So, wenn du Probleme hast, dann rede mit mir. Du denkst, wie 18 und er wird 12. Ist auch schön. Auch nochmal. Gibt es dich heute Abend noch mehr ergibt? Ja, also im, halt im Bett. Ein paar mussten bei Influencer MC im Zelt übernachten, ein paar haben morgen noch eine Bestrafung vor sich. Bei dir wird es eine kleine Überraschung. Und zwar darfst du dir jetzt jemanden aussuchen für ein Date, ganz alleine im Sonnenuntergang. Wen möchtest du? Such dir jemanden raus. Ich nehme Maxima. Sehr schön. Liebe Maxima, komm mal bitte nach vorne. Ich würde euch jetzt einmal bitten, die Influencer MC Villa zu verlassen. Ihr geht an einen anderen Ort und dann lassen wir heute Abend den beiden die Villa. Tobi, wie laufen denn die Vorbereitungen fürs Date? Sorry, Tobi. Alles gut. Ich die blaue Jacke an, die da, aber und noch mein T-Shirt. Du denkst, wie 18 und er wird 12. Das ist gerade wieder. Ich freue mich auf das Date. Ich freue mich voll. Vor allem, hier sind einfach 5 Mädchen, er hat dich ausgewählt. Das ist ein Zeichen, Bro. Ehrlich. Ich mag ihn, er ist auch an sich mein Typ, so. Ja, ich bin gespannt, was er anfängt. Ich schieb dir doch den Schuh rein. Dankeschön. Isst du Pizza mit Ananas? Ich auch. Ich liebe das. Ich immer. Wolltest du mit Händen essen? Natürlich. Digga, Fotokamera nicht. Ich habe damit kein Problem. So, erstes Date niemals essen gehen eigentlich. Was? Welches erste Date würdest du? Ich weiß nicht. Ich würde aber nicht essen gehen, weil ich esse so schlimm. Mhm. So, ich klecker immer oder so. Ist Pizza dein Lieblingsessen? Geht schon. Du Fettsack. Ja. Ich esse auch gerne Pizza, aber wie geil, dass du Pizza mit Ananas isst, ne? Ich habe keine Ahnung, was bei ihm im Kopf losgeht, aber bei mir im Kopf weiß ich auch nicht. Wie groß bist du? Was schätzt du? Weiß ich nicht. Kann ich dich einschätzen? 1,80 oder so? Nein, ein bisschen größer. Nicht? Größer? 1,83. Oh, diese 3 cm. Ja, die sind wichtig. Boah, du tust so, als wäre das jetzt voll der krasse Unterschied. Wie groß bist du? Was denkst du? 1,50? Nein, Spaß, 1,60. Ja, so 1,60 bis 1,62. Ich weiß gar nicht, ich habe voll lange nicht mehr gemessen. Du wohnst in NRW, ne? Ja. Wo warst du denn da schon? Düsseldorf, Dortmund. Boah, ich bin so oft in Düsseldorf, ich liebe Düsseldorf. Wo wohnst du genau? Kennst du mich? Nein, nein, aber so in der Nähe von irgendwas. Ich wohne direkt an der Grenze von Holland. Okay. Das ist von Düsseldorf 45 Minuten. Ich komme voll oft nach NRW. Hast du erzählt? Hä? Hast du erzählt? Ich weiß. Wer wohnt denn da so? Freunde von dir? Ganz viele Freunde. Ja, und wie kommt's, dass du da Freunde hast? Weil ich da mal gewohnt habe. Echt? Ja. Ich ziehe jedes Jahr um. Ne? Ich ziehe jedes Jahr um. Aber warum? Mein Papa ist Handballprofi. Oha, krass. Mein Dad hat auch früher professionell Handball gespielt. Ja. Ich denke, dass Tobi sich tatsächlich mehr erhofft als ich. Weil es kam ja auch von ihm aus. Ja, ich glaube, sie hat mehr Interesse als ich. Nein, aber ich weiß nicht, ich keine Ahnung. Das war so komisch, als du reingekommen bist. Das Ding hat mir erzählt. Was wird dir erzählt? Nina hat mir was erzählt. Was denn? Nichts, wie ich reingekommen bin, was du gesagt hast. Was habe ich gesagt? Weiß ich nicht mehr. Doch, weißt du, du willst jetzt noch nicht sagen. Ja, vor der Kamera. Ach so. Oder soll ich sagen? Ja, mach. Nina hat mir so erzählt. Mhm. Du so, boah, Smash, okay. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Vielleicht. Also ich weiß selber nicht. Ich weiß nicht, ich bin unentschlossen. Ich weiß nicht, was wir voneinander denken. Ich will eigentlich später noch in den Whirlpool. Ich komm mit. Okay. Oh. Du hast schon so einen krassen Style, ne? Ich? Come on, weiß ich nicht. Aber du auch.
Kann man so sagen. Aber dankeschön. Hattest du schon mal ein Date? Mit wem? Ja, ich hatte einen Freund. Ich war 2 Jahre mit dem zusammen. Okay, lass mich den. Gut. Hattest du Bock? Also, keine Ahnung. Doch. Wenn es nicht das Date, was würdest du machen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte mich nicht getraut, dich anzusprechen. Weil ich so. Ich wüsste nicht, was du antworten würdest. So. Schauen wir einfach mal, ob es sich heute Abend noch mehr ergibt. Nein, Tobi. Safe? Nimm. Okay. Das ist ja keine schlechte Figur. Ich finde auf jeden Fall wichtig, wenn du Probleme hast, dann rede mit mir. So nicht so dieses so tun, als hättest du ein Problem, aber du möchtest darüber nicht reden. So, ich finde wichtig, auch mit dem Partner darüber zu reden. Ich finde dich an sich voll hübsch. Komplett. Deine Augen finde ich echt schön. Okay. Was magst du an mir? Ich mag deinen Style. Mhm. Oh, das habe ich vergessen. Aber habe ich ja schon gesagt. Ja, deine Augen. Danke. Allgemein. Mir gefällt alles an dir. Dankeschön. Wie fandest du das Date? Schön. Also, ich hätte jetzt... Würdest du es nochmal machen? Das wollte ich gerade sagen. Achso. Ich würde jetzt nicht Nein sagen zu einem zweiten Date. Ich würde auch nochmal. Zweites Date. Nee, war echt schön. Ja. Also ich fand es gut, dass wir so miteinander geredet haben, zu zweit. Auf jeden Fall. Geh mal rein, mir ist kalt. Ja, auf jeden Fall. Hier, nimm mal deine Jacke. Ich würde schon sagen, dass zwischen uns halt eine Spannung herrscht. Also Anziehungsspannung. Es ist jetzt nichts vor den Kameras passiert, aber so privat, ja, mehr will ich auch nicht verraten. Ach du Scheiße, Max, Mama, du machst sowas nie wieder. Den romantischen Abend unterbricht unser Moderator mit einer Schocknachricht. Wir haben vorhin schon miteinander gesprochen und leider gar keine so guten Nachrichten. Und zwar ist es leider so, dass uns Marv jetzt aus familiären Gründen verlassen muss und deswegen ja, nach Deutschland zurückfliegen wird und die Influencer am Seevilla hier und jetzt verlassen wird. Er ist total beschissen. Also so spontan rauszufliegen. Ich bin ja nicht mal rausgeflogen, das macht es noch schlimmer. Ist echt ziemlich traurig, merkt man auch an den anderen Teilnehmern. Wir sind innerhalb der letzten Tage so zusammengewachsen und trotzdem Familie geht vor. Aber es ist eine absolut geile Erfahrung gewesen. Ich wünsche jedem so viel Spaß und so viel Glück noch. Es wird eine geile Zeit, es war eine geile Zeit und vielleicht gibt es ein Wiedersehen. Ciao, ciao, ciao. So langsam kehrt die nächtliche Ruhe in der Influencer am Seevilla ein. Oh mein Gott, nein, oder? Das ist nicht euer Ernst. Ich muss gerade ein bisschen sexistisch. Nein. Ich kam gestern Nacht um 2:30 in die Villa und sah einfach eine angegessene Gurke in einem Weinglas. Es waren 1000 Fragen in meinem Kopf, aber niemand konnte mir eine normale Antwort darauf geben. Du bist da, wo du bist. Okay, mit wem spricht sie da? Dann wirst du sehr wahrscheinlich sterben. Also, wenn mir den Gefallen bleibt, wo du bist, lass mich jetzt aufräumen, bin ich befreien und dann sind wir Freunde. Ja? Ja, nee. Cool, falls ich die anderen Fragen, wo ich die ganze Nacht war, ich habe ja noch die ganzen Aufnahmen von den Überwachungskameras. Ja, die haben wir. Du brauchst gar keine Angst haben. Uns machst du schon etwas Angst. Nina, alles gut? Nee, ich glaube nicht. Darf ich die essen? Ja.
Also ich weiß. Oh Mann, ich bin so komisch. Am nächsten Morgen geht es zur nächsten Challenge ans Wasser. Der gestrige Abend wirft jedoch Fragen auf. Ja, wir waren gestern Nacht noch ganz spät im Whirlpool, Tobi, Maxima und ich, und haben da ein bisschen so getalkt und sowas. Boah, es war so unangenehm, Leute, teilweise. Wir haben über so Scheiße geredet. Wollte nicht wissen. Was glaubt ihr, steht heute an? Ich glaube, wir fahren Jetski. Nee, das ist nicht. Ich glaube, wir machen irgendwas mit Delfinen. Oh, das ist halt geil. Also was ist denn eine Meerjungfrau sein? Was ist das dann für eine Challenge? Lina will andauernd eine Meerjungfrau sein. Die will die ganze Zeit Meerjungfrauen schwimmen machen. Wir haben Lust, ins Wasser zu gehen. Nee, ich habe gar keinen Bock auf das Wasser. Es ist viel zu kalt dafür, Leute. Und wir sind schon krank. So eine Negativgruppe. Also, Jetski hätte ich, glaube ich, auch. Jetski wäre ich safe dabei. Jetski ist richtig geil. Ich bin gut im Jetski fahren, wird dann halt auch wieder gut abschneiden. Ich will unbedingt eine Meerjungfrau sein. Nein, aber du deine Meerjungfrau. Ich will mit Delfinen schwimmen gehen. Ich finde ja diesen Neoprenanzug reingepasst. Ey, alle haben das. Boah, ich hab so Angst, ne? Ja. Leute. 42,5. Sowas kann ich nicht anziehen. Was ist denn das hier für ein Arsch? Ich find's sau cool. Was? Ich bin richtig gespannt. Was scheiße wird, ich will tauchen. Ich bin so schockiert irgendwie gerade. Ey, ich werde eine Meerjungfrau, Alter, ich wusste es einfach. Richtig schwer, wie soll man damit tauchen? Junge, ich will auch keine Schuhe. Scheiße, ich bin so eine Ente, ich bin so ein fetter Donald Duck oder so. Tobi, lach mal ein bisschen. Nein, nicht okay. Also, ich muss sagen, ich habe schon extrem Angst. Ich habe vor allem Angst mit Haien zu schwimmen. Also, falls der Hai begegnet, ich war draußen. Hast du schon mal einen Hai gestreichelt? Er wollte mir jetzt Panik machen. Nein, ich habe noch nie einen Hai gestreichelt. Will ich auch nicht. Ich will auch keine Wasserratten oder so, ne? Das ist zu eng, Leute. Ich schwöre, ich sterbe dann. Ja, du bist so eine sexy Schlitte. Ja. Guck mal, er hat richtig auf den Nein! Reinfahren, dann wird es selbst sautief sein. Ja. Sautief. Ja. Liebe Influencer, hinter uns seht ihr eine Insel. Nicht allzu groß, aber groß genug, um darauf eine Nacht zu verbringen. Ich werde euch jetzt bitten, auf die Insel zu schwimmen, da die Nacht zu verbringen. Wir werden euch morgen früh hier wieder in Empfang nehmen. Gut, dann lasst uns einmal die richtige Challenge bitte starten. Ja, lustig. Hinter uns seht ihr eine Insel. Wir sind hier mitten auf dem Meer. Du hast dich heute entschieden, für die KOW-Gang anzutreten. Bist du jetzt immer noch voll motiviert oder auf Wasser heute nicht so viel Lust? Ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt Angst ein bisschen wegen denen, falls ich verkacke, aber auch wegen der Challenge. Tatsächlich ist es so, dass in dem Gewässer hier über 600 weiße Haie leben. Und die weißen Haie gehören zu den größten Haien der Welt. Ey, Leute, mal mit. In diesem Gewässer haben wir Glasdosen versteckt mit Influencer am See-Logo. Die müsst ihr ertauchen. Die Person, die eine Box aus dem Wasser geholt haben und hier zum Boot bringen, gewinnen die Challenge. Alle anderen gewinnen die Challenge nicht. Genug gesprochen, jetzt geht's los. Ab ins Wasser mit euch und viel Glück beim Tauchen. Let's go. Oh, das ist kälter als vorgestern bei den Surfscheinen. Maxima, wartest du auf mich? Ich kann nicht mal schwimmen, richtig. Ich hab Seepferdchen gerade so bestanden oder so. Alter. Alter, wie schwimmt ihr überrennt? Wie schwimmt ihr mit den Ich hatte erstmal Krämpfe im Fuß, weil ich so schnell geschwommen bin. Und dann habe ich das gefunden, habe noch mehr Krämpfe bekommen.
das Anstrengendste, was es gibt, Mann. Oh, meine Füße müssen erstmal entspannen. Eine reicht, ne? Komm hier hin! Ich will nicht mehr aus dem Wasser rauskommen. Wir dürfen nicht. Nee. Richtige Taucherfahrt. Oh, ich sterbe. Oh. Daxi Miller. Boah, so viel Sport habe ich noch nie gemacht. Ich schwöre. Ja, Junge. Ey, das ist so anstrengend. Es ist richtig anstrengend. Es ist viel ehrlich? Anstrengender als aussieht. Ja, ich glaube auch. Das sind 100 Meter hier. Und Krampf in den Füßen bekommt man so heftig. Ah, das Wasser war nicht kalt mehr. Nein, nein, dann nicht mehr. So läuft nicht so gut, ich kann nicht mehr. Ich kann dich jetzt abfallen. Boah. Janko, runter! Tauchen! Schaff ich nicht. Janko, geh runter, Mann! Ja, warum könnt ihr alle nicht tauchen? Das ist aber voll schwer. Was suchen Sie? Wenn ihr auch so auszunehmen. Oh, Nina, 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 Nina. Oh. Oh mein Gott, die war so tief unten. Ne? Ich bin kurz anfassend. Ich war unten und dann war ich so kurz davor. Ich hatte keine Luft mehr, bekomme ich so. Okay. Ich bin froh, dass du jetzt wieder zurück bist. Ja, ich bin richtig froh. Ich bin richtig glücklich, dass ich jetzt so ein Ding gefunden habe, weil ich auch mit dem Punktestand einer von den letzten war. Und jetzt konnte ich, glaube ich, mich mit Janko oder so ausgleichen. Super. Ich glaube, mir ist dieser Sieg hier nicht gegönnt. Nein. Ich kann nicht. Leute, Alter. Ey, das geht. Ich bin bestimmt eine Dreiviertelstunde, Stunde da rumgeschwommen. Ich habe keine Zeit gehabt, deswegen kann ich das leider sehr schlecht einschätzen. Ja, schade, dass ich keinen Punkt gemacht habe, aber ich gönn's den anderen sehr. Alter, ich dachte, ich komme hier nie wieder raus. Was habt ihr so lange gesucht? Ach, Tobi, wir sind nicht so schlau wie ihr. Das war doch logisch, die haben doch irgendwo in der Mitte gesagt. Ich hab nämlich Orientierung, so wie letztes Mal, als ich 5 Runden gefahren bin und nicht 3. Wasser ist scheiße, nicht mein. Alter. Mir geht's scheiße, mir ist kalt, ich will einfach duschen und ins Bett. Mir geht's genauso, wie Maxima. Zurück in der Influencer am Seevilla. Liebe Influencer, ich muss euch leider noch was mitteilen. In der nächsten Folge. Leute, was macht ihr mit mir? Boah, ich bin gerade so sauer, ihr seid so komisch, es ist kein Spaß mehr. Wirklich, es packt mich gerade ab, Alter. Wow, Leute, ihr wollt mich verarschen, Digga. Das ist kein Spaß mehr. Oh mein Gott.